muss mit dir reden. Was war das? Das ist der Grund, warum wir reden müssen. Wir treffen uns im Hof. Ja, und wir treffen uns hier wieder in Shadow of the Tomb Raider, genauer gesagt im DLC Der große Kaiman. Das wollen wir heute mal komplett durchspielen, diese ganze Quest. Die Kurzlösung des Haupträtsels findet ihr ja schon auf meinem Kanal. Ja, und die junge Frau da, die kennt ihr wahrscheinlich schon. Mich kennt ihr eventuell noch nicht, ich bin der Vorbuddler. Und ja, wir sind hier in San Juan, nur falls ihr den Anfangsort der Quest auch selber mal sucht. Und werden jetzt natürlich den Jonah, wie ihr gerade gehört habt, aufsuchen, mit dem nochmal sprechen. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß. Was ist los? Trinity ist noch hier. Was? Sind sie nicht alle nach Paititi wegen des Rituals? Einige wurden wohl bei der Schlammlawine getrennt und zurückgelassen. Sie haben eine unterirdische Ruine gefunden und ihr Lager dort aufgeschlagen. Es ist eine Gruft. Für die Priester von Zipacna, sagen die Einheimischen. Der Gott der Berge. Und der Vulkane. Dazu kommen wir noch. Die Gruft liegt neben dem Tempel von Zipacna. Viele besuchen den Tempel nach wie vor regelmäßig. Jetzt nicht mehr, weil Trinity nebenan wohnt. Deshalb hören die Beben und die Asche nicht auf. Zipacna mag es gar nicht, wenn man ihn vernachlässigt. Lara... Ich hatte gehofft... Kannst du dir das mal ansehen? Ich weiß, es ist viel verlangt. Gut, ich mach's. Oh. Danke, ich weiß es zu würdigen. Und denkt sich wahrscheinlich, oh Mann, wieso immer ich? Na, Jonah? Was? Okay, Leute. Ja, vielen Dank auch fürs Einschalten. Zwischen der Abby und dem Jonah läuft ja ein bisschen was. Lara weiß das natürlich schon, ist ja auch nichts Schlimmes, ist ja nichts dabei. Wir laufen jetzt mal zu der Stelle, an dem es in diesen Bereich geht, in diesen neuen Tempel, wo sich wohl Trinity breit gemacht hat. Oh, das hört sich allerdings auch wieder ein bisschen nach Kämpferei an. Ui! Wunderbar, da vorne sehen wir schon. Ach du meine Güte, das Federvieh. Ja, dann sind wir schon hier vor Ort. Irgendwie muss ich jetzt hier schauen, dass es weitergeht. Ups. Geht's vielleicht hier durch? Moment, da wollen wir mal schauen. Ja, feste mit dem Seilmotor geht das nur. Den bekommt ihr in Paititi, wenn ihr eine bestimmte Quest löst. Nämlich die mit dem kleinen Jungen, der die Würfel ja verzockt hat. Wer diese Stelle sucht, kann ja mal in die Kommentare schreiben. Dann kann ich das näher erklären. Jetzt schauen wir uns erstmal hier noch um. Ich glaube nämlich, das hat jetzt mit der Quest hier gar nichts zu tun. Das ist nur etwas, was ich halt im Spiel noch nicht erreicht hatte. So, hier geht's aber hoch. Oh, komm. So. Ach, guck mal da hinten. Oh, das passiert mir jedes Mal. Okay. Das beschreibt etwas in der Nähe. Ich schwimme mit einer Schildkröte, gesehen nur von jenen, die die Furcht fallen lassen. Naja, gut dann. Sammeln wir hier noch ein paar Sachen ein, was wir so schleppen können. Ich bin natürlich noch relativ voll. Geht's hier rein oder geht's hier weiter? Nee, ich glaube, da kommen wir wieder nach unten in dieses kleine Tal. Nee, da wollen wir nicht hin. Komm, hier geht's rein. Okay, das Trinity-Lager untersuchen. Da oben sind wir durchgekommen, gut. Mal schauen. Ach, wieder unheimlich hier. Kabel. Eine dicke Tarantel. Da stehen auf jeden Fall noch Sachen hinter. Da müssen wir irgendwie hingelangen. Ach, guck mal hier vielleicht. Hm, dieses Symbol ist mir nicht bekannt. Was ist das denn überhaupt? Das ist das... eine Krabbe. Okay. Warum nicht, ne? Einmal rechts. Einmal links. Das ist aber hier, glaube ich, nur ein Raum. Liegen hier noch schöne Sachen. Boah, ist ja unheimlich. Achtung. Die sind aber schon deaktiviert. Kein Problem. Was ist denn das hier? Verschlossen, aber die kriegt man sicher irgendwie auf. Na gut, wenn du das sagst. Mit Sprengstoff vielleicht. Mit Sprengstoff kriegt man alles auf. Nochmal so ein Bild, ja. Da ist wieder dieses Symbol. Hm, hab ich auch schon erkannt. Ein schlaues Mädchen, du. So, ach, guck mal, hier jetzt sind wir, glaube ich, auf der anderen Seite, wo wir reingekommen sind. Verschlossen. Ging es hier denn eigentlich auch noch irgendwo? Nein, ne? Hier war kein weiterer Weg. Ne, da geht es ja wieder zurück. Dann schauen wir mal hier, dass wir hier weiterlaufen. Auch noch keine Soldaten. Ist schon verlassen hier, denke ich mal, ne? Sonst wäre ja vielleicht auch das Licht noch an. Auf jeden Fall finde ich das wieder sehr cool gemacht. Platsch. Ah, da hoch geht es. Da auch. Sehen wir mal nach. Ei. Aha. Trinity hat sich's hier in kurzer Zeit behaglich gemacht. Dieses Symbol ist definitiv wichtig. Ja, wenn die so oft dahin malen und dann auch noch verbarrikadieren, damit das nicht beschädigt wird. Da liegt noch jemand, der sieht aber auch ziemlich beschädigt aus. Dann wollen wir mal gucken, dann gehen wir wieder zurück. Jetzt scheint hier alles zu sein, ne? Nehme ich mal an. Ja, und gegenüber. Da liegt etwas. Tag 1, Position 1. Kein Signal. Tag 1, Position 2. Kontakt. Zu viel Rauschen für klare Kommunikation. Tag 1, Position 3. Kontakt. Anweisung erhalten, auf Abholung zu warten. Mehrere Tage, weil alle Ressourcen bei Kahn benötigt werden. Tag 2, Positionen 1 und 2. Kein Signal. Tag 2, Position 3. Vereinzelt Kontakt, selbe Nachricht wie zuvor. Alle folgenden Tage, alle Positionen, null Kontakt. Vermute starke Interferenz durch Vulkanaktivität. Ja, oder durch Lara Croft. Kann auch sein. So, Pfeile. Schön. Ich wundere mich auch, dass ich überhaupt mal was aufheben kann. Normalerweise bin ich mal poppenvoll. Ich wusste, dass sie hier einen Generator haben. Kann man den einschalten? Ja, tatsächlich, glaube ich. Oh! Oh, gut. Finden wir raus, ob ich im Dunkeln was übersehen habe. Okay, guter Hinweis. Guter Hinweis. Dann schauen wir uns auch nochmal um. Ach, wir sind wieder hier. Okay. Pass auf. Dann laufen wir nochmal ein Stückchen zurück. Vielleicht haben wir ja wirklich was übersehen. So. Obwohl ich ja meine, dieser Bereich, der war doch ganz gut einsehbar. Also das war jetzt kein großes Problem, oder? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ach ja, hier ging es zum Eingang. Da ist wieder die Tarantel. Und hier war noch irgendwas, genau. Da ist jetzt aber auch Licht hinteran. Das heißt, wir können da irgendwie hin. Geht's denn hier noch irgendwo rein? Ach, guck mal hier, jetzt sieht's man's auch. Oh, eben schon vorbeigelaufen, ne? Ha. Okay. Na komm, Mädel, so dick bist du auch wieder nicht. So. Das ist ja schon mal sehr schön hier. Ein Hebel, pass mal lieber auf mit dem Hebel. Komm, der macht sicher nur die Tür auf. Beziehungsweise dieses Gatter nach oben, ja, also. Bleibt das oben? Mal checken, könnte ja auch irgendeine Art Rätsel sein, so ein Zeiträtsel oder sowas. Das sieht auch irgendwie interessant aus. Hier geht's weiter, okay. Ja. Oha. Mhm. Aha, noch ein Schalter. Ja gut, das ist aber doch auch wieder, ja, das ist dieser Raum mit diesen Sandsäcken auf dem Boden, wo es da und da durchging. Gut, dann folgen wir den Weg hier weiter. Könnte sein, dass wir nachher irgendwie flüchten müssen oder so, ja, dass das besser ist, wenn die ganzen Pforten geöffnet sind. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Ich weiß, was passiert, wenn ich die falsche Tür nehme. Nichts Gutes. Okay. Ich sag gerade, wer weiß, wer weiß. Und sie, ich weiß. Okay, was haben wir denn hier? Türen. Gut, wir haben 1, 2, 3, 4. 4 Türen. Mal schauen. Ja, gut, dann sollten wir jetzt nach Hinweisen suchen, welche der Türen wohl die richtige ist. Da hängen Krabbensymbole oben drüber, aber auch überall Krabbensymbole. Ja. Noch so Köpfe. Hier fehlt ein Kopf, ja. Was ist das, ein Affenkopf? Ich vermute, dass diese Tür ist die richtige. Ich werde das aber mal ausprobieren. Wir können auch der Reihe nach jetzt mal durchgehen, aber das ist glaube ich, ein ganz guter Hinweis. Pass auf, wir machen das mal sofort. Ich habe jetzt einfach das Gefühl, das stimmt, weil hier der Affenkopf fehlt. Das ist das Einzige, was ich jetzt so auf die Schnelle... Oder ist hier noch irgendwas? Ja, wir wollen ja jetzt nicht, dass die Lara unnötig Kratzer abbekommt. Ja, komm, dann probieren wir den mal hier aus. Wer weiß, was da passiert, ne? Verschieben. Ich wusste, dass das Symbol wichtig war. Na, super. Du wusstest das, ja klar. Ich wusste das, meine Liebe. Ich wusste das. So. Okay. Das ist auch offensichtlich. Ich glaube, ich muss nach unten. Nach allem, was wir getan haben, um das Ding zu kriegen, soll es uns jetzt jemand stehlen? Das habe ich nicht gesagt. Ich frage mich, warum wir es überhaupt genommen haben. Der Plan ist gut. Er erfordert lediglich etwas Zeit. Ich weiß aber, diese blöde Warterei. Ja, warten kann einen echt zermürben, ne? Deswegen warten wir jetzt auch nicht länger ab. Mal gucken. Das kannst du doch besser. Ja, stimmt. Da ist noch einer. Ja, hat Lara doch einen kleinen Kratzer abbekommen, aber... Ja, sie steckt ja die Waffe weg, dann weiß man immer so einigermaßen gut, dass es das jetzt war. Schauen, ob es hier noch was Schönes gibt für uns. Außerdem finde ich das auch so immer total schön. Diese fremden, zerstörten Welten. Ist das noch was? Nee. Hier ist was. Abby, hier ist Lara. Ich bin im Trinity-Lager. Sie haben eine gestohlene Krabbe bewacht. Diese Krabbe gehört Zipacna. Kein Wunder, dass die Erde bebt. Abby. Du musst die Krabbe in den Tempel bringen, wo sie hingehört. Okay, mach ich. Jetzt dachte ich erst, sie hätte noch irgendwas entdeckt, weil sie so sagte, so Abby, so nach dem Motto, ich muss dir noch was sagen. Ich behalte die Krabbe und verzieh mich. Kümmere dich doch selbst um dein blödes Erdbeben. Kiste? Lara macht richtig gut mit heute. Die guckt immer in die richtigen Ecken. Macht sie sonst natürlich auch, aber ich bemerke das oft nicht. So, hier geht's einfach durch die Tür. Mhm. Und dann sind wir wieder draußen. Ich glaube, ich kann den Tempel sehen. Davor befindet sich ein Dorf. Das ist er. Der Tempel da drüben im Berg und das Dorf davor. Irgendwas ist hier Schlimmes passiert. Und das ist jetzt auch der Bereich, ist ja, ich nenne das immer Haupträtsel, weil man das, ja, das ist das Rätsel, was man so separat noch spielen kann, wozu ich, wovon ich dann auch mal die Kurzlösung anfertige. In der Kurzlösung bin ich da rechts lang gehüppelt. Ich werde jetzt mal den linken Weg gehen. Das Dorf ist verlassen. Wegen der Schlammlawine. Schlammlawine, richtig. Wir gucken mal hier runter. Da ist irgendwie ganz widerlich. Dürfen wir nicht runterfallen, dann sind wir tot. So. Über den Balken. Hoffentlich können die Dorfbewohner bald zurückkehren. Kommt drauf an, wie du dich anstellst. Okay. Und weiter. Ich dachte erst, das ist Kulak Yaku, ne? Aber das ist doch irgendwie ein anderes Dorf noch. Am Vulkan halt oben in San Juan. Das ist eine ganz andere Gegend. Ich muss durch die Kirche gehen. Vorsicht, die Häuser sind baufällig. Die Häuser sind baufällig? Ja, super, dankeschön. Toller Tipp. Das haben wir gar nicht bemerkt. Das sieht alles so total neu aus hier. Oh. Im Alter des Papiers nach wurde das hier vor Jahrzehnten zurückgelassen. O großer Zipacna, Schöpfer der Berge, Vernichter der Törichten und Wächter der Flammen unter der Erde, gewähre meinem Sohn und meiner Tochter sicheren Tritt auf deinem Mantel in Unversehrtheit und Wohlstand. Mögen deine Macht und Weisheit sie stets begleiten. Ja, möchte mal gerne wissen, ob das tatsächlich... Ach, die Ma'am. Hier haben wir auch ein Satisfactory. Ja, ob das wirklich alles so echte so Sagen und Geschichten sind. Das, für das Spiel wurde ja sehr gut recherchiert, auch mit so südamerikanischen Experten und ja, Kunsthistorikern und geschichtsträchtigen Superexperten. Ne? Wer weiß, was da so alles eingeflossen ist. Jetzt wird es ein bisschen tricky hier, aber... Uah. Ich glaub's nicht. Trinity hat die Brücke zerstört. Da kommst du schon rüber. Das ist die Brücke, ja. Abby hat ja Nerven. Da kommst du schon rüber, stell dich mal nicht so an. Sie selber macht da wahrscheinlich gerade in Ruhe mit dem Jonah rum. Ja, die Lara ist ja beschäftigt. Und muss sie die Dreckarbeit machen. Uah. Ein bisschen unheimlich hier, so. Oh. Schaffst du das? Komm, schaffst du das, ne? Jo. So, und dann geht's rein in den Tempel. Haben wir den Tempel erreicht? Hinein mit dir. Ich bin jetzt im Tempel. Zipacna ist eine Krabbe, seine Lieblingsspeise. Ach. Der Maya-Gott Zipacna, Bruder von Kabrakan, Gott der Erdbeben, Zipacna wird oft als riesiger Kaiman dargestellt und ist als zerstörerisch, arrogant und unstet bekannt. Ja, wie wir gleich feststellen werden. Ja. Sieht ja, hier ist noch so wie im Museum. Story abgeschlossen. Achtung der Götter. So. Ich weiß zwar jetzt nicht, warum diese Meldung ausgerechnet jetzt erscheint, aber soll uns auch nicht weiter stören. Hier sieht man halt, dass hier wohl ab und zu mal Leute hinkamen. Ist ja auch noch nahe der Stadt. Um halt noch zu beten. Und dann geht's aber hier noch rein. Und jetzt geht's los. Jetzt muss man ein bisschen arbeiten jetzt, ja? Das muss es jetzt sein. Lara? Ich bin okay. Und ich sehe Zipacna. Okay. Boah. War eben den Arm ausgerenkt. Ich nähere mich. Musste dich mal abseilen hier, jawohl. Noch ein Stück, Lara, noch ein Stück, sonst kommst du noch nicht rüber. Dann ein bisschen schwingen. Ja, diese Tipps, die kann man leider nicht ausschalten. Ich habe extra nochmal geguckt und nochmal geguckt und nochmal geguckt, aber die sind wirklich etwas fehl am Platz inzwischen. Ach, was weiß ich. Oh, Gewehr ist auch fehl am Platz. Ja, nach inzwischen 100 Stunden oder so. Jetzt muss laufen. Komm, schnell. Und überspringen und hoch. Scheiße, los. Verdammt, zu knapp. Wieso? Hast du dir den Hintern angekokelt? Tut mir leid. Aber ist doch noch gut gegangen jetzt. Komm, zeig mal, ist alles okay. Einfach wunderschön. Ja, da sehen wir auch, dass da was drin ist. Da ist eigentlich unser Ziel in dem Maul, aber es muss noch mehr Auslöser geben. Ja, eben. Wenn ich alle finde, ist Zipacna wieder ganz oben. Das hat sie schön erklärt, unsere Lara. Wir laufen weiter. Wir müssen den Weg nach oben noch beschreiten. Hops, hier mal drauf. So eine Wippe, so eine Waage. Hier geht es ganz nach unten. Und dann können wir das hier direkt befestigen. Na, natürlich auf das Symbol warten. Hallo. Näher ran. Seht ihr, so geht das. Also ein bisschen komisch gemacht, ne? Aber ich brauche jetzt auch nicht so zu tun, als wüsste ich das nicht. Wie gesagt, gibt da ja schon eine Lösung. So, dann haben wir hier oben wieder ein Ziel. Dann gehen die Flammen aus. Jetzt müssen wir uns auch schön beeilen. Hochkommen und dann weiterlaufen, laufen, springen. So. Hervorragend. So, und hier ist die komische Sache, dass wir hier so zwei Seilschalter haben. Der obere, ja, der nützt uns nicht viel. Ich weiß nicht, was ich mit dem soll. Pass mal auf. Denn da oben kommen wir nicht so schnell lang. Jetzt springen wir da hoch. Bis wir da oben sind, dann geht das schon wieder an, ne? Ah, deswegen nehmen wir den unteren. Und dann geht das wieder. Zacki. Komm hier hoch und hochklettern und nach links klettern. Und direkt springen. Nach links weiter springen. Nach rechts weiter. Da unten glüht es schon. Springen und nach links weiter und abspringen. Seht ihr? Ganz knappe Geschichte. So, was haben wir denn hier noch? Ich glaube, wir sind wieder bei einem Schalter, ja. Oh, ganz schöner Stress hier. Das war's. Du bist aber gut. Wir müssen noch weiter. Das war's noch lange nicht für uns. Hier haben wir oben drüber wieder den Schalter. Und dann wird das auch wieder ganz eine enge Klamotte. Oh. Hey, Oh. Gut, dann ist das jetzt hier wieder die Waage. Die hat hier oben aber so ein... Na, und dann kurbeln wir die uns hier mal einfach hin. Okay. Und auf und drüber und zack und schwingen und hops und hoch und weiter. Dem Weg folgen. Und wieder eine Kurbel. Machen wir den gleichen Spaß nochmal. So, wenn man hier außen rumläuft, dann läuft man meistens auch direkt hier auf wieder so einen neuen Schaltplatz zu. So, das ist das Feuer aus. Wir springen da vorne an die Kletterwand. Hoch mit dir und nach rechts. Und dann weiter springen und festhalten. Hak dich ein und zieh dich hoch. Hammer, ne? Boah, strengt sich an, Lara. Boah, komm. Hier noch ein bisschen über die Kante, das ist mein Lieblingssprung, da habe ich immer voll Angst bei. So. Weiter. Jetzt hast du gleich wieder festen Boden unter den Füßen. Mal sehen für wie lange. Da brennt es schon wieder. Und wir sind hier oben, glaube ich. Tja, da war nämlich noch lange nicht alles. Da oben, im Maul des Kaimans. Ach echt? Ohne Scheiß? Ja. War ja wohl der beste Spruch überhaupt. Hopp, hopp und irr. Boah, ist ganz schön unheimlich. Und wir folgen dem Weg wieder. Noch eine Kurbel, klar. Ziehen wir uns das Ding mal hier hin. Da ist auch so eine verräterische Seilwinde dran. Seht ihr? Direkt wieder festmachen, damit das nicht wieder nach unten schwappt auf der anderen Seite. Und wir in Ruhe hier hoch können. So, wie geht's aber jetzt weiter? Genau, hier muss man nicht einfach stehen bleiben. Direkt vor uns, oha, die Erdbeben hier. Da sieht man im Feuer wieder das Ziel. Hätte ich schöner nicht sagen können. Aber wir können hier weiter. Da sind die Flammen ausgegangen. Gefährlicher Sprung. Ah! Und ich sag noch, gefährlicher Sprung. Da stehen wir wieder her. Gucken wir mal ganz genau jetzt hier. Und, doof gemachte Stelle. Oh, okay, müssen wir jetzt mal weiter rennen. Und dann hüpfen wir direkt mal hier rüber und haken uns da oben ein. Und wenn man das jetzt gut gemacht hätte, dann wäre man da hinten direkt hingeschwungen und... Naja. Hätte man noch mal ein paar Sekunden rausschlagen können. Na, halt dich mal fest, zieh dich hoch. So, dann einfach hier weiterspringen. Oben drauf auf die Waage. Und die andere Seite laufen. Die ist ja unten immer noch fest, deswegen bleibt sie jetzt auch hier. Und vorsichtig hier, nicht weiter rennen. Feuer beobachten. Das geht immer aus, so der Reihe nach. Ganz kurz nur. Seht ihr? Und beim nächsten Mal rennen wir einfach mal durch. Und springen hier rechts ab. Sehr gut. Weiter. Endlich. Was jetzt? Durch die Tür, denke ich. Okay, es geht also noch weiter. Normalerweise hören die DLCs gerne mal so an dem Punkt auf, aber wir haben hier wohl noch einen schönen Rückweg vor uns. Hoffe ich mal. Ich freue mich immer auf den Rückweg. Beziehungsweise, was da jetzt noch so kommen mag. Auf jeden Fall werden wir durch die Tür, wie Lara es schon gesagt hat, einfach mal hier wandern. Okay, ja, das sieht doch sehr eindeutig aus, dass wir da hin müssen. Oh, tut mir leid. Tut mir leid. Immer die rechte Schulter, ne? Schaffst du das auch rüber? Ja, ne? So, und jetzt? Und jetzt? Da hoch? Ach du meine Güte. Boah. Ja. Ich denke mal dahin auf die Terrasse. Oh, Klatsch. Aber super, ja, super. Hierher muss die Krabbe gehören. Oh nein. Auf sie! Oh Scheiße. Da ist sie, Jungs. Genau wie geplant. Ich greife über die Flanke an. Ich brauche eine bessere Deckung. Also die haben alle meistens einen Helm auf. Den habe ich aber jetzt mal. Ich greife von der Seite an. Mann am Boden! Mann am Boden! Oh, der kommt rüber. Oh, das wollte ich eigentlich vermeiden. Moment, lade nach. Ich auch. Oh, da kommt wieder einer rüber. 2 Stück. Haben noch Muni? Ah, das wackelt hier. Das wackelt hier. Oh. Ist hier noch einer, der mich besch... Bleib mal unten ein Stückchen. Oh, was ist jetzt hier? Was war das? Ah, du meine Güte. Und tschüss. Alles zusammen, hier bricht alles zusammen. Ach hey. Okay. Die Seiten, die geht. Oh, es geht weiter, es geht weiter. So, die Mulli ausgegangen. Hier liegt Gott sei Dank noch ein bisschen was. Ich habe die Typen auch noch was dabei. So, wo ist denn da noch einer? Da oben. Muss da eigentlich noch Typen liegen? Ja, der hatte... Du wirst rein gar nichts ändern. Klar, oder? Okay. Ich glaube, wir haben's. Ja. Huh. So, wir kommen mal rüber übers Seil. Erstmal noch ein bisschen Munition mitnehmen. Mal gucken, was hier noch so rumliegt. Kinder, was meine Güte. Brechen ja auch die ganzen Seiten weg. Also, das kann ja wohl nicht wahr sein. Nee, es ist aber gut hier. Komm, dann müssen wir über das Seil wahrscheinlich. Hops. Und dann mal rüber. Okay. Die können wir noch ein bisschen looten. Okay. Auf der anderen Seite noch was. Ist alles weg. Es ist auch gut jetzt. Ich will auch nicht mehr kämpfen. Ich ergebe mich beim nächsten Mal. Was ein Stress hier. So, hier liegt ja noch einer. Der hat nichts. So, ach hier, guck mal. Abby, ich bin in Zipacnas Tempel. Trinity hat mich erwartet. Die Krabbe war ein Köder für einen Hinterhalt. Mein Gott, bist du okay? Mir geht's gut. Und die Krabbe ist, wo sie hingehört. Sehr gut. Danke. Sag Jonah, ich komme jetzt zurück. Dann wollen wir mal zurücklaufen. Zum Jonah. Hey. Hier nicht noch reinfallen auf den letzten Metern. Gucken, was der Jonah sagt. Ob er immer noch mit der Abby zugange ist da oben. Aber jetzt wissen die ja wieder, dass wir kommen. Ne? Und tun wieder so, als wäre nichts. Da ist er wieder, ja. Abby hat erzählt, das Ganze war eine Falle? Stimmt. Als ich die Krabbe zurückbrachte, hat Trinity mich erwartet. Ich finde, das ist ein Kompliment. Sie wussten, dass du sie zurückbringst. Vielen Dank, Lara. Die Krabbe ist wieder da, wo sie hingehört, die Asche ist weg und die Beben haben aufgehört. Das ist aber wirklich nicht alles mein Verdienst. Es schadet jedenfalls nie, wenn die Götter glücklich sind. Wenn gute Dinge in dein Leben kommen, musst du sie feiern. Oh nein. Am besten wieder irgendwo am Strand, ne? Ihr zwei. Na? Sagt sie noch was? Nee, smilet die nur an. Ja, prima, sehr schön. Ja, Leute, das hat Spaß gemacht, muss ich sagen. War ein gutes DLC. Und ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Dann haut auf den Like-Button. Und schaut euch noch was auf dem Kanal um. Gibt noch mehr Tomb Raider, aber noch viel... mehr andere Sachen. Ne? Ihr wisst Bescheid. Ich freue mich aufs nächste Mal. Schaltet wieder ein. Lasst mich nicht allein mit Lara. Sonst pendeln wir auch noch an. Wie Jonah und Abby. Na sowas. Okay, Kinders, ich bin raus hier. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bleibt sauber, habt noch viel Spaß und lasst euch auch keine Angst einjagen.